Also, damit haben wir doch festgestellt, dass die Menschen hier auf dieser Erde nur das Böse wollen. Würde ich Böses tun, würde ich auf all den hören, die das Böse wollen, dass ich menschenhörig werde, dann bekomme ich einen Lohn. Dann ist der Weg frei. Frei zum Bösen. Aber da will ich nicht hin. Ich habe mit dem Bösen nichts gemeint. Und ich werde auch nicht mit denen einen Bund treten, werde mit dem auch keinen Pakt abschließen, im Gegenteil. Daher rate ich all meine Mitmenschen immer wieder an, sich von dem Bösen zu lösen. Und das mit dem Bösen nichts mehr gemein hat, dann ist gut. Auch wenn sie mir heute noch teils feindlich gesonnen sind, dass sie heute noch nicht glauben können. Ich mache es Ihnen leicht, Freunde, glauben Sie doch dann nicht an Gröning, stellen Sie ihn doch ganz beiseite, glauben Sie wenigstens an sich selbst und an das, was Sie für sich, für Ihren eigenen Körper nötig haben. Und was Ihr Nächster auch nötig hat, dass in ihm die Ordnung zustande kommt. Genau gesagt, wie wollten Sie auch an Gröning glauben, wenn Sie nicht mal an sich selbst und nicht an das glauben, was Sie nötig haben. Sie können ja auch nicht glauben. Viele noch nicht an Gröning glauben. An Gröning Körper. Ob an Meier Schulze, können genauso Meier Schulze oder Huber heißen. Wie kann man? Die weiteren Geschwister Christi und alle Bekannten, das heißt die ihn kannten seit seiner Kindheit, haben auch nicht an ihn geglaubt. Ich sage, wir sind da mit ihm aufgewachsen. Er ist doch der Zimmermann. Verzeihung, mir bin ich auch nicht noch ein Zimmermann. Und an dem soll man glauben? Nein, Freunde, das ist auch heute noch so, wie Christus selbst sagt. Der Prophet, wie heißt es doch? Bitte? Und das müssen auch Sie wissen, dass sie auch in ihrer Umgebung nichts gelten und dass man ihnen auch keinen Glauben schenken kann. Aber da glauben sie für sich und glauben sie für ihre Nächsten. Das ist gut. Nun brauchen wir ja nicht dazu übergehen, wie Menschen es sonst so gewohnt sind. Aber da wir ja gerade so nett beisammen sind, will ich doch so einige Fragen an Sie richten. Brauchen Sie nicht ängstlich sein. Ich bin nicht Ihr Feind, ich bin Ihr Freund. Und wenn Sie mich auch noch nicht mögen als Freund, noch nicht anerkennen können, bleibt sich gleich. Aber wenigstens, dass Sie ehrlich sind, dass Sie die Wahrheit sprechen und dass Sie wirklich jetzt gut folgen, so sage ich Ihnen, was das Wichtigste ist. Einmal müssen Sie sich doch darüber klar sein, dass Sie, dass jeder ein göttliches Geschöpf ist. Und dass jeder von Ihnen und so viele unserer Mitmenschen das Gute, das Göttliche nötig haben. Aber vorerst mal Sie. Und dass Sie sich jetzt von all dem Bösen lösen, dass Sie mit dem Bösen nichts gemein haben, denken Sie nicht mehr dran. Das heißt, nehmen Sie diesen bösen Gedanken nicht mehr auf. Zweifeln Sie nicht an das Gute. Machen Sie endgültig Schluss mit dem Bösen. So ist es heute, bevor ich noch hierher kam, bis auf die letzte Minute geschafft. Ich wollte kommen, konnte nicht. Ein Mann ging nicht von der Tür. Nein, sagte ich, gehe nicht. Ich will Ihren Mann nur sehen. Ich will ihm nur die Hand drücken. Da war er schon eingedrungen. Ich sage, lieber Freund, wie haben Sie sich's vorgestellt? Ja, sagte, mir sind die Gedanken gekommen und ich bin nicht abgegangen und ich war ein Wrack noch, als ich reinkam, aber ich fühle, dass ich ganz gesund bin. Und ich frage jetzt nicht mehr, wie das möglich ist. Ich bin wirklich gesund. So schnell geht es. Ja, das können Sie auch haben. Aber dieser Mensch hat wirklich gewusst, was er wollte. Und schenkte auch seinem Körper Beachtung. Da habe ich es nötig. Dieser war gequält. Er war schwach. Er ist krank. Er ist nicht mehr in Ordnung. Ich will
dass in ihm die Ordnung zustande kommt. Ja, dann geht es schnell. Der Mensch hat sich wirklich von dem Bösen gelöst. So er jetzt immer zum Guten zu Gott steht, dann geht es ihm immer gut. Und das Gleiche wollen auch sie. Man wirft mir das vor Gericht, wenn ich so frage und stelle, wie es ihm geht. Man glaubt, man hätte ein Recht nach dem menschlichen Gesetz, mir das zu verbieten. Ich frage nicht danach. Ich bin ja nicht menschenhörig. Ich kämpfe für sie, auch noch weiter vor Gericht. Und es gibt wirklich nicht nur Prozesse, sondern jetzt Prozessionen. Wissen Sie, so endlos. Bis der Weg für sie frei ist. Das sind sie mir wert und dazu bin ich auch hier. Das tue ich für sie. Und was tun sie für sich? Für mich brauchen sie nichts zu. Was tun sie für sich? Also darüber müssen sie sich jetzt im Klaren sein. Und schenken sie doch ihren Körper wirkliche Beachtung. Und lösen sich von dem Bösen. Und was stellen sie dabei fest? Ich fühle mich wohl. Was ist das für ein Gefühl in Ihrem Körper? Zieht. Hat das früher auch so gezogen, wie es jetzt zieht? Ja. Sind das fremd? Ja. Fremd geboren. Ich antworte gleich. Was stellen Sie fest an Ihrem Körper? Ja, Sie sind krabbelig oder es ist krabbelig? Bitte? Liebe Frau, grübeln Sie doch nicht so. Nehmen Sie doch nicht mehr die bösen, die kranken Gedanken auf. Sie dürfen keinen Einlass mehr haben. Ich nehme mich auch keinen bösen Gedanken auf. Sie können alles anstellen. Wenn mir einer kommt und mir etwas Böses berichten will, auch nur über einen Schmutzartikel, dann sage ich, will ich nicht hören. Interessiert mich doch nicht. Das wird gesammelt und das kriegt einer mal, der kann das bearbeiten. Und wird der Dreck auch schon weggeräumt werden. Aber das brauche ich heute hier nicht sagen, was weiter auf meinem Programm steht. Und glauben Sie, dass die Ordnung in Ihrem Körper zustande kommt? Würden Sie mal aufhören zu glauben, dass sie doch nicht mehr glauben können, dass sie doch von Menschen umgeben sind, die sie um den Glauben bringen, dann will ich für sie so lange glauben, dass sie nicht aufhört. Das heißt, dass sie immer die Verbindung zu dem haben, zu dem auch sie, wir alle gehören. Das tue ich für sie. Daran können sie auch glauben. Aber da nicht bequem werden, sagen, er tut es ja für mich, dann kann ich ja mal ungläubig werden, dann kann ich ja mal den Glauben anzweifeln. Oder kann ich mich einmal gehen lassen, soll er es für mich tun? Nein, Freunde, jeder muss laufend seinen Körper Beachtung schenken. Er darf ihn nicht außer Acht lassen. Und wer das tut, wie es bisher getan hat, dann stelle ich die Frage an Sie, brauchen Sie Ihren Körper nicht? Ist er Ihnen so nebensächlich geworden? Oh, ich könnte Ihnen viele Gleichnisse aufzählen, wie Menschen heute so sind. Das ist genauso, ich tauche in Monaco auf, in Monte Carlo, und sehe ich ein Schild, hier wird Deutsch gesprochen, sage zu meiner Frau, na dann brauche ich dich nicht mehr, sage ich, als Dolmetsch hier. Brauch sowieso keinen Dolmetsch, aber mach so einen Scherz, und da kommt das Ladenfräulein raus, Gröning. Dann sage ich, halt, liebes Kind, ich bin verheiratet. Gesunder Schatz ist immer angebracht. Aber wie glückstrahlend dieses Mädel war. Und da sagt sie, ich war bei Ihnen in München. Sag ich, ja, das weiß ich. Und ich erzähle ihr das, was ich für Fragen in München gestellt, wie auch hier. Vergesse ich nicht, ist schon lange her, wie sie sagt. Aber es ist ja noch gar nicht so lange her. Es war im Jahr 1950. Und Sie haben dort und dort gesessen. Und ich habe diese und jede Frage an Sie gerichtet. Und Sie haben diese und jede Antwort gegeben. Mein Gott, sagt sie, das wissen Sie alles. Ja, sag ich, warum nicht?
bin ja nicht zerstreut und ich habe ja meine Ordnung und nehme ja nur das auf, was wertvoll ist, auch für Sie. Ich vergesse können. Genau, wie Sie da vorgehen, mit Ihrem Fotoapparaten einen festhalten und ihn knipsen und dann haben Sie, und dann schauen Sie sich immer das Bild an. Aber ich habe es da. Das können Sie auch haben. Nun möchte ich nicht gleich zu den technischen Runden übergehen, wie wir ja auch aus diesem, das heißt Sie, aus diesem ja schon die Lehre ziehen könnten. Na gut, jedenfalls hat dieses Mädel meinen Rat befolgt. Ich habe gesagt, sie kommt von sehr weit her. Sprach perfekt Deutsch. Aber so wie Sie daheim sein werden, gehen Sie bitte zu Ihrem Arzt. Lassen Sie sich gründlichst untersuchen. Wie Sie sich heute hier wundern, dass das alles möglich ist. Was Sie hier gesehen haben, was Sie hier von Menschen erfahren haben, wie Sie plötzlich die vollständige Ordnung in Ihrem Körper zurückerhalten. Und das Gleiche werden auch Sie an Ihrem eigenen Körper erfahren. Aber äußerlich ist es nicht sichtbar, das heißt, es steckte in Ihrem Körper, das heißt, die Unordnung war vollständig in Ihrem Körper. Und der Weg war nicht so weit. Stellen Sie sich nicht vor, dass dieses Kind reich ist, das heißt, an Geld und Besitztum. Nein, das letzte Geld hat sie genommen, noch was dazu gebracht. Aber das ist mir meine Gesundheit wert. Da ist mir kein Weg zu weit und auch kein Geld zu schade. Und wenn ich mein ganzes Leben dafür arbeiten muss, waren auch die Gedanken, war auch die Überzeugung dieses Menschenkindes. Ja, und als sie heimkamen, dann sagten die Ärzte, ja, was ist mit ihnen geschehen? Hier ist ein Wunder geschehen. Ja, und so wundert sich der eine wie der andere. Sehen Sie, Freunde, aber nicht nur da alleine in Monaco, sondern ich habe noch anderweitig auch in Frankreich, und man glaubt nur Frankreich, da wird mich keiner kennen, habe ich so viele Freunde angetroffen, das heißt, waren auch Deutsche da, ja, aber es waren auch Franzosen oder Menschen aus irgendeinem anderen Land. Ja, und alle so kommen sie auf einen und wollen einen noch beenden. Und auch hier muss ich sagen und fragen, sehen Sie, Freunde, warum ich frage. Es hat schon seinen Grund. Hat nur diesen Grund, damit Sie sich dann darauf besinnen. Gröning, als ich Sie zum ersten Mal gesehen, war ich dort und dort in der Gemeinschaft. Und Sie haben diese und jene Fragen gestellt. Und ich habe sie so und so beantwortet. Vergesse ich in meinem Leben nicht. Ich brauche hier nicht so lang zu sein. Und deswegen möchte ich mich mit Ihnen noch so kurz unterhalten, damit Sie es ja nicht vergessen. Natürlich wird es von der menschlichen Seite anders ausgelegt. Hier habe ich nicht zu lachen, aber da muss ich doch lachen, wie Menschen doch so eingebildet sind. Wie Menschen sich auf ihren Beruf was einbilden. Wollten Sie, liebe Freunde, dass ich jetzt auch zu den eingebildeten Zähle, dass ich sage, was wollt ihr, kleine Kreaturen? Soll ich so sein? Und soll ich das, was ich weiß, alles für mich behalten? Soll ich es Ihnen nicht mitteilen? Soll ich es Ihnen auch nicht als Wissen mit auf den Weg geben? Wie wollen Sie das? Ich weiß, es hat Menschen gegeben, früher in meiner Umgebung, die sich da am großen Sessel gesetzt haben, Zigarren geraucht. Natürlich mit Krawatte und gut gekleidet, ja, von dem, das sie eingenommen hatten, muss ich auch sagen. Und dass diese Menschen, oh, was glauben Sie, wenn sie daran wollten, um zu Gröning zu kommen, da mussten sie viel, viel geben und kaum, dass diese Herren sich haben sprechen lassen. Wie muss sie sich einbilden, sie wären Herren. Und als ich dazu kam, ja, da gab es ein anderes Bild. Nur so natürlich, nicht unnatürlich, nicht verbildet, nicht eingebildet. Oder wollen Sie das haben, dass ich das auch sein soll? Dann komme ich demnächst auch mit einem hohen Stehkarren und was weiß ich was alles. Kann auch meinen Körper so ausschmücken, wie Sie sonst immer zusammen pflegen. Der hat sich auch so putzt wie ein Pfingstochse. Fällt aber auf.
das Unnatürliche ist. Und sie merken ja auch und fühlen ja auch, dass ein Mensch wie wenn er eingebildet ist. Worauf bildet er sich was ein? Glauben Sie, liebe Frau, dass Sie alles schaffen, das auch in Ihrem Kopf, aber bitte nicht die Händchen zusammen und halten Sie doch frei, öffnen sich doch. Ja, so bequem da sitzen. Nun, erzähl mal, Röne Grund, jetzt werden wir mal sehen, was du kannst. Nein. Ich weiß nicht viel. Ich weiß nur das, was Menschen heute noch nicht wissen. Mehr weiß ich nicht. Aber wenn ich einen zu den anderen zur Ordnung rufe, folgen Sie doch. Ich verlange ja nicht. Ich versuche auch nicht. Ich ersuche Sie. Doch jetzt anders zu sein. So zu sein, wie Sie sein müssen. Ganz natürlich. Und das ist eine Schwäche, wenn Sie da so sitzen und die Lehne nutzen. Wenn Sie es geschafft haben, dann können Sie Ihren Glauben erleben, jetzt habe ich es geschafft. Aber jetzt doch nicht. Wie wollen Sie da die Kraft aufnehmen, wo Sie alles absperren in Ihrem Körper? Und Ihre Händchen dazu doch falten. Woran wollen Sie das empfangen? Ich vor einigen Tagen sagte auch eine Frau, ich habe die Kugel bei einem Menschen gesehen und ich möchte auch eine haben. Und habe ich gesagt, was haben Sie hier? Das ist meine Handtasche. Ja, von Ihnen aus gesehen. Ich sage, das ist was anderes. Nehmen Sie. Und dann sagt sie, was machen Sie? Ich nicht, sage ich. Verzeihung, ich habe Ihre Tasche berührt. Entschuldigung. Aber ich habe meine Hände gewaschen. Sie sind sauber. Sie werden keinen Fleck finden. Aber nein, was ist das? Das fragen sich selbst. Und da spürte sie eine Kraft, die durch ihren Körper drängte. Und danach sagt sie, ich bin so frei, ich fühle mich wie neu geboren. Ich habe Kraft, ich kann frei aufstehen, ich kann alles. Ja, so ist es. Wie ist das möglich? Ach, Sie glaubten, Sie hätten ein Recht, von mir eine Kugel zu verlangen. Nein, nein, sag ich. Muss nicht sein, kann sein. Wenn Sie eine haben, brauchen Sie nicht die Handtasche nehmen, das verstehe ich sehr gut. Aber ich sage doch mit Recht, liebe das Leben, Gott ist überall. Da muss der Mensch es aber auch wissen. Die Atomphysik, die kommt schon darauf. Ach so, das ist mehr oder weniger ein Fremdwort. Die kommt schon drauf, indem sie zu all dem übergeht, indem sie sagt, alles hat eine seine Ausstrahlung. Ja, das stimmt. Sie auch. Und jede Ausstrahlung ist verschieden. Was der Mensch in sich hat, das strahlt er aus. Hat er nur einen bösen Gedanken, strahlt sofort. Demnach, wie der Gedanke ist. Oder glauben Sie, das ist anders? Und Sie ahnen ja gar nicht, wie man die Gedanken so herausziehen kann. Das ahnen Sie gar nicht. Er sieht sie ja nicht. Und Sie glauben auch nicht. Glauben, ja, wenn, dann muss er sie sehen. Aber Sie glauben, weil er sie nicht sehen kann, weiß er sie nicht. Wie oft habe ich Menschen dabei erwischt? Wahr? Wie oft habe ich es ihnen gesagt? Und wie oft habe ich ihnen das Leben geschildert, das sie zurückgelassen haben, bis hierher? Und dann wurden sie vorsichtig. Und sagten sie einmal die Wahrheit. Sie mussten ja sagen, dazu wollte ich sie auch bewegen, dass sie einmal die Wahrheit annehmen. Und dass sie einmal zur Wahrheit stehen. Und damit habe ich es auch. Dazu ist mir das auch gegeben, das zu tun. Nicht zu experimentieren, nein. Sondern nur den Menschen wieder auf den Weg der Wahrheit zu führen. Und dass er die Wahrheit annimmt. Und dass er erkannt hat, dass es Wahrheit ist. Und dass er das nach ausspricht, ist wundervoll, weit geführt, gut geführt. Und dann sage ich, nun folge weiter. Glauben Sie, dass Sie alles schaffen? Langweilig. So lange kann ich nicht warten. Es wird eben gleich, wie die Frau, wie Sie sind, überhaupt im Leben. Sie sind ins Wasser gefallen. Ich sage, komm, ich reiche die Hand. Glauben Sie nicht, dass ich helfen kann? Aber erster Gruß besinnen noch. Nein, Freunde, hier muss der Mensch schlagfertig sein. Ich hoffe und wünsche, halt, mir nichts sagen jetzt, bitte nicht. Wenn Sie das erkannt haben, ist gut, es
Jetzt weiß ich, dass es fehlt. Aber langsam, langsam folgen Sie jetzt, liebe Frau, sonst unterbrechen Sie alles. Ich weiß, Sie kennen mich noch nicht, deshalb, weil Sie sich selbst noch nicht erkannt haben. Aber so Sie einmal die Wahrheit sagen, ist gut. Nun aber bitte, bitte nicht langweilig werden. Jetzt in Zweifel stehen. Ja, kann ich mich dann wirklich schon von dem Bösen lösen? Ist das gut? Soll ich schon an das Gute glauben, das ich noch nicht habe? Und doch, du kannst glauben, du hast es doch nötig zu glauben, ist die Antwort von mir. Löse dich doch von dem Bösen. Das Böse doch nicht zu dir, auch nicht zu deinem Körper gehört. Du kannst das Böse doch nicht, wie du das auch nicht als gut empfunden hast. Was hast du mit dem Bösen denn Gemeines? Was der Mensch von sich gibt, was er wenn es sieht, wird er wieder lernen. Und dann verfällt er immer mehr dem Bösen. Langweilig brauchen wir nicht sein. Das geht viel schneller, woran Sie heute noch nicht glauben. Dann glauben Sie, dass Sie alles schaffen. Ja. Und Sie Ihren Körper beachten geschenkt. Nun, was haben Sie festgestellt? Kühle Hände. Kalten Strom in den Händen. Kalten Strom? Ja. Weiter. Und wie ist es im ganzen Körper? Was ist das für ein Gefühl? Im ganzen Körper habe ich nichts gespürt. Bitte? Im Körper nicht. Wie fühlen Sie sich in Ihrem Körper? So mundgerecht muss ich das mal nächsten machen, bis er das versteht, was ich ihm sage. Oh, okay. Ich höre doch nichts, Herr. Ja, das habe ich mir auch noch gedacht. Muss ich noch extra laut sprechen. Freunde, kommen Sie mir nicht mit Krankheit an, ich verlasse sofort den Raum. Mir ist auch von menschlicher Seite das Recht nicht zugesprochen. Von göttlicher Seite erst recht nicht. Ich habe mit dem Bösen nichts gemeint. Und das ist das Sündhafte. Dass der Mensch sich immer wieder mit dem Bösen abgibt, immer wieder das Böse verfolgt. Ich kann nicht hören, ich kann nicht sehen, ich kann nicht stehen, ich kann nicht gehen, ich kann nicht essen, ich kann nicht schlafen, ich kann dieses, ich kann das, ich kann jenes nicht mehr tun. Damit befasst er sich. Meine Schmerzen, meine Krankheit und was er alles aufstellt, stellt Behauptungen auf, es gehört zu ihm. Nein, es gehört nicht zu ihm. Und ich kann nicht hören. Also muss man laut zu ihnen sprechen, dann hören sie. Ja? Und nun seien sie nicht maulfaul. Ich bin ganz deutlich, oder soll ich noch deutlicher werden? Nicht maulfaul sein, liebe Frau. Sprechen Sie doch. Und warum ist es notwendig, dass man immer laut zu ihnen sprechen muss? Ich habe Sie nicht verstanden. Und dann spreche ich noch lauter. Wenn Sie so versteift, ein Mensch sich drauf sitzt, hier, ich kann nicht hören, ich möchte hören, ich kann nicht hören. Beschäftigt sich mit dem, wird nie hören können. Und wer nicht hört, der kann auch nicht fühlen. Er folgt nicht. Und doch kann er, so er will. Aber wie leichtsinnig der Mensch doch ist, wie oft haben sie ihren Gehörsinn abgeschaltet. Was sie nicht interessierte, sie hatten was zu tun und waren so voll auf beschäftigt. Und da kann die Mutti, da kann der Papa kommen, da kann kommen, wer da will. Wer nicht. Hier wird geschafft. Und wenn man nachher sagt, ja, ich hab's doch gesagt, ich hab's nicht gehört. Und wirklich, er hat's nicht gehört. Warum? Weil er sein Gehörsinn ausgeschaltet hat. Er musste ihn ja ausschalten. So er ihn aber ausschalten kann, kann er wieder einschalten. Und so er wieder an Dinge interessiert ist, da hört er. Und deshalb sagt man so oft von Menschen, was er nicht hören soll, das hört er. Und das ist immer so. Aber so hat jeder Mensch seine Stunden, er schaltet vieles ab. Vergisst danach wieder das Einschalten. Und das ist auch für den Nächsten immer gefährlich, denn es bekannt geworden ist, dass er schwerhörig ist. Und dann heißt es nachher, wenn Gröning da ist, ja, das ist Gefahr. Dann heißt es so, nun komm und mach heile, heile, heile. Auch wenn du ins Zuchthaus gehst, das macht ja nichts. Wenn du Jahre dafür schuftest, wenn du die Gelder da reinholst, dass du sie denen gibst, weil die sie haben wollen. Ich habe so eine kleine Bilanz gemacht. Ich sage es offen, Freunde, dass ich so viel dafür schon hergegeben habe, daran habe ich auch nicht. Ich glaube, ich habe nie mitgerechnet.
Das ist ja irdisch, ist gut, geht mir nichts an, aber und doch muss ich das beibringen. Und wenn Sie auch noch Näheres wissen wollen, dieser Prozess, die ganzen Prozesse sind mir ja nur anhänglich gemacht worden von Menschen, die da von sich aus gesagt haben, ich bin Ihr Freund. Ich tue alles für Sie. Und tatsächlich, Sie haben sich eingesetzt, aber Sie haben falsche Handlungen begangen, falsche Worte gebraucht. Sie haben alles falsch wiedergegeben. Nicht so, wie es hier der reinen Wahrheit entspricht. Und da hat die Justiz es aufgefangen und sagt, hoppla, das ein Wort, das ein Wort. Und da hat er so gesagt, hat er so gesagt. Und jetzt werden wir ihn verurteilen. So geht's mir. Und ich kann dann weiterschaffen. Nur für den einen Fall muss man viele Merklein zusammentragen, um das wieder gut zu machen, was da einsteckt. Und ich gehe nicht mal zu denen hin und sage, bitte, ich könnte Ihnen heute auch Menschen aufzählen, die wirklich, sie stehen heute noch dazu, aber ohne den können sie nicht leben, aber dass sie selbst es sind, dass sie mir das angetan haben, das möchte ich Ihnen nicht sagen. Ich will, dass sie selbst darauf kommen. Das will ich. Ja, so geht's mir. Aber was würden Sie tun? Wenn ich anzeige, dann würden Sie zufassen und sagen, erstmal so, und das andere Mal ratschen und ratschen, und danach zu guter Letzt doch anzeigen. Soll ich das tun? Aber was muss ich jetzt mehr tun? Das wieder gut zu machen, was hier diese meine Mitmenschen wieder gut sein wollten, nur es nicht sind. Und sage ich es Ihnen, sage ich denen die Wahrheit so, und dann würden sie zusammenbrechen. Aber ich sehe hierin eine größere Aufgabe, den Menschen weiter dahingehend zu belehren, bis er es erfasst hat. Bis er aus diesem allem, was er getan und gelassen, auch eine Lehre zieht. Das ist notwendig.